Angst geht um unter den Hundehaltern der Hauptstadt. Der Grund? Giftfallen, die ein bisher Unbekannter in den vergangenen Wochen in Parks ausgelegt hat. Die Tiere, die einen der präparierten Köder fressen, leiden unter Erbrechen oder können sogar sterben. Besonders betroffen der Falkenbeck Park in Friedrichshain. Ich gehe nur noch an der Leine. Und halt drauf aufpassen, dass Beagle sind ja sehr verfressen. Darauf aufpassen, dass die halt auf gar keinen Fall irgendwas fressen. Also ich weiß bei ihm, er ist sehr mäklig. Da bin ich relativ froh, er frisst sowieso nicht viel, was rumliegt. Und ich achte halt drauf. Ich passe auch auf, wie verrückt so. Ich möchte nicht, dass meine Hunde, deswegen habe ich immer ein Spielzeug bei, damit sie beschäftigt sind. Das ist ein Problem, ja. Die Giftköder bestehen aus Hackfleisch, in das Rattengift gemischt ist. Dadurch nehmen die Tiere nur den Fleischgeruch wahr und schnappen zu. Und das ist insofern sehr gefährlich, weil zwischen Giftaufnahme und zwischen den eigentlichen Symptomen, und das sind Blutungen, zum Beispiel in den Herzbeutel, in die Lunge, in den Bauchraum, 2 Tage vergehen können. Also Gift bis zur Blutung, das dauert bis zu 2 Tage. Und das ist dann manchmal für den Tierbesitzer vielleicht sogar schwieriger, einen direkten Zusammenhang herzustellen. Besonders aufpassen sollten Hundehalter in Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn, Tempelhof-Schöneberg und Mitte. Denn bisher konnte der Täter noch nicht dingfest gemacht werden. Eine genaue Zahl der Fälle gibt es bisher auch nicht, melden sich doch einige betroffene Hundehalter bei der Polizei, andere wiederum beim Ordnungsamt. Und ich kann nur allen Halterinnen und Halter raten, achten Sie auf Ihre Hunde, denn es sind natürlich Dinge, die irgendwo versteckt sein müssen, die der Hund dann auch finden kann oder muss. Da kann nur jeder wirklich selber drauf aufpassen. Wir können das gar nicht durch so viel Ordnungsamtsmitarbeiter oder Polizisten ausgleichen. Da sollte jeder selbst vor Ort ein Stück drauf achten. Vorsicht ist also auch weiterhin geboten. Sollte der Hund dann doch einmal etwas Undefinierbares gefressen haben, hilft nur noch eins. Wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Hund könnte Gift aufgenommen haben oder Sie wissen vielleicht sogar, dass in der Umgebung Gift gestreut wurde, dann sollten Sie mit Ihrem Hund zum nächsten Tierarzt gehen, so schnell wie möglich, weil das Tier, den Hund, gelegentlich auch mal die Katze, zum Erbrechen bringen kann. Doch so weit muss es nicht kommen. Hundehalter sollten in den nächsten Wochen beim Spaziergang ganz genau auf ihre vierbeinigen Begleiter achten.